Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute habe ich ein paar Special Guests dabei. Und zwar habe ich heute dabei, zeige ich euch gleich, einen Martin von MB Survival. Der hat also gesagt, er besucht mich und der hat was Spezielles dabei, und zwar seinen Fluchtrucksack. Und den werden wir uns heute anschauen und da werde ich ein paar neue Artikel aus seinem Shop vorstellen, gemeinsam mit ihm, damit ihr den endlich auch mal kennenlernt. Und ja, wird mit Sicherheit lustig. Wir haben hier gerade in Inze am Falkenstein, machen die Falkenstein-Umwanderung, eine schöne Tour. Und ja, bleibt einfach dran und schaut euch das mit an. Wie viel Kilo hast du jetzt in deinem Rucksack? Also 18 Kilo Rucksack dabei. Heute zum ersten Mal im großen Test auf Tour. Und wir schauen uns jetzt dann gemeinsam an, was er alles dabei hat, ob das sinnvoll ist, ob der Rucksack richtig gepackt ist. Bin ja mal gespannt. Nee. Das war Wanderer da. Lebst du? Martin, nach einem Nachmittag mit mir, schon ist er fertig. Armer Kerl, ich habe ja nicht den schweren Rucksack zu schleppen. So, wir werden jetzt als erstes einmal Wasser filtern, weil er hat ja nichts mehr zum Trinken. Und wir haben ja hier diesen kleinen See. Zwischen uns und dem See leben eigene Kreuzottern, aber das macht ja nichts. Also auf geht's. Martin im Gebiet der Kreuzottern. Ich hatte jetzt so einen komischen Blick drauf. Servus Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und heute habe ich einen Special Guest dabei, und zwar habe ich heute dabei an den Martin von MB Survival. Ihr habt schon öfters den Namen bei mir gehört, weil das ist einer meiner Sponsoren, der quasi immer mal wieder mir Produkte bringt, die ich dann auch für ihn teste. Und heute hat er nämlich mal Folgendes gemacht. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Ich habe gesagt, er soll seinen Fluchtrucksack mitnehmen, seinen privaten Fluchtrucksack, den er für sich gepackt hat. Und wir werden den heute gemeinsam mal zerlegen, anschauen und schauen, ob er das richtig gemacht hat. Also außen, das erkenne ich natürlich sofort, das ist die von Highlander, die NATO Isomatte, die ist super, die fast die gleiche oder die gleiche habe ich auch, gerade in einer anderen Farbe. Die ist echt toll, die habe ich im Winter des Öfteren mit dabei, also die muss ich sagen, die hat sich bei mir stark bewährt. Die habe ich dann auch oft mal über der Luftmatratze nur im Winter, weil die Luftmatratze ist da viel kälter als wie das. Das ist richtig, sobald man draufgelangt wird, ist richtig schön warm. Also das Ding ist echt top. Geht so ungefähr bis minus 5 Grad. Dann hat er hier zwei so komische Stecken. Ich darf mir heute spielen, hat es geheißen. Ich darf alles aufmachen. So, für was sind die Teile gut? Für was ist das gut? Für das Bascha-Zelt, das sind Bascha-Zeltstangen. Die sind ausziehbar. Ah! Ach so. Das ist natürlich ganz praktisch. Kann das heißt, ein Notzelt bauen. Man braucht keine Stecker so. Also schon mal ganz praktisch, okay? So ähnliche habe ich auch dabei. Gerade nicht zum Ausziehen, das ist ganz praktisch. Was wiegen die? Das war schwierig. Okay, gut. Mal runter, das haben wir schon gesehen. Was haben wir außen noch dran? Ein Fernglas von der Firma Highlander, wie verwunderlich. Schauen wir mal. Oh ja, das ist, was kostet das im Verkauf? Das ist glaube ich gar nicht so teuer, gell? 19,90 oder 24,90. Also für das, ich muss jetzt gerade sagen, ich habe jetzt gerade durchgeschaut, da am Berg hoch. Ist schön leicht, schön klein. Hat vorne verspiegelte, weiß nicht, ob man es erkennen kann, hat vorne hier so verspiegelte Scheiben. Das ist ganz gut gegen die Sonne. Und hat eine zwölffache Vergrößerung. 12x25. Gar nicht verkehrt. Was haben wir außen noch? Was haben wir da drin? Ah ja. Ein Kompass von der Firma Highlander. Highlander.
logischerweise. Das ist diese günstige Version vom Ranger. Ich schaue mal, aber er gibt zumindest die richtige Richtung an. Mit dem kann ich auch Peilungen vornehmen. Also das ist halt so eine günstigere Variante. Die haben eigentlich gar nicht schlecht, halten aber meistens nur ein paar Jahre, dann haben so Luftbläschen drin. Aber selbst wenn ich die alle 3-4 Jahre mal wechseln muss, ist immer noch günstiger, als wenn ich mir ein teures kaufe. Gut, der war da drin. So, dann beginnen wir hier mit der Seitentasche. Also wie gesagt, wir werden alles auspacken und schauen so. Das Teil kennt ihr bereits, das habe ich mal in unserem Indoor-Bob vorgestellt. Das ist dieses, wie heißt es? Notfallkit. Notfallkit, genau, von der Firma Highlander. Da habe ich euch ja schon mal vorgestellt, da gebe ich euch den Link zu dem Video oben. Ist eigentlich gar nicht schlecht, was da alles drin ist. Das ist alles zwar nur für den Einmalgebrauch oder für wenige Gebräuche, aber ich habe es zumindest dabei. Was ist das? Schau rein. Ah, ein Zeltkit. Lass mich raten, Firma. Highlander. Gut. Also hier ein kleiner Hammer drin, da haben ganz schwere Stahlhalten drin. Ist grundsätzlich nicht schlecht, für mich persönlich viel zu schwer, weil ein Hammer finde ich jederzeit finde ich irgendwo einen Ast, mit dem ich draufschlagen kann. Die Seile haben ganz in Ordnung und wie gesagt, statt Stahl würde ich definitiv Aluminium nehmen, weil das Teil wiegt jetzt meines Erachtens schon mal 400-500 Gramm. Und ja, muss nicht unbedingt sein. Also haben wir schon mal wieder was rauskommt. Ah, was haben wir hier für ein Kit? Ah ja, das ist interessant. Ich komme näher. Also wir haben hier ein gemischtes Set. Wir haben also hier zuerst einmal Schnur. Wie viele Meter sind das? 25? Ja, 15. 15 Meter. Und dann haben wir nur ein paar weiße Schnüre, die sind natürlich auch optimal zum Zeltabspannen, Tarp aufbauen, sonstiges. Wir haben hier einige Karabiner mit drin von der Firma Highlander. Was er hier noch drin hat, schön aufgerollt. Das Wichtigste, Panzertape. Ohne das geht gar nicht aus dem Haus. Und was er hier auch noch drin hat, zum Messerschleifen, die nutze ich dann gleich. Zum Messerschleifen hat er hier noch, das ist Highlander? Ja. Gut. Das ist super, der hat nämlich auf der einen Seite Keramik und einmal Carbid. Und damit kann man halt das Messer draußen ganz schnell schärfen. Das ist zwar nicht allzu gut für die Klinge, aber wenn ich draußen mal schnell ein scharfes Messer brauche zum Schnitzen oder sowas, ist das perfekt, habe ich einmal dabei. Ups. Okay, die erste Tasche links haben wir. Jetzt schauen wir die Mitteltasche an. Da ist zum Beispiel bei mir erste Hilfe mit drin, weil da muss ich am schnellsten ran. Oh, das ist auch sehr gut. Ihr kennt ja die 3er Survival-Regel und die erste ist Sauerstoff. Diese FP3-Maske vermutlich, Firma? Ja. Seht im Shop, mit denen ich die ganzen Artikel mal unten mit rein, soweit ich es finde, beziehungsweise den Link zu seinem Shop, da könnt ihr dann alle rausfinden. Ist eine FP3-Maske, hat einen ganz gravierenden Vorteil. Würde hier jetzt zum Beispiel ein Waldbrand entstehen, dann ist klar, wenn ich ganz in der Nähe vom Feuer bin, bringt mir das nichts. Aber die meisten Leute sterben nicht durch Verbrennungen, sondern durch Atemgifte, durch Staub in der Lunge. Und das kann ich mit den Masken, sind sogar mehrere oder ist das eine? Eine. Kann ich mit der Maske ziemlich gut verhindern, dass eben das ganze Staubzeug, der Rauch in meine Lunge kommt und dadurch überlebe ich viel, viel länger. Also ganz wichtiger Punkt, gehört für mich überall mit rein. Dazu natürlich nur ein paar Arbeitshandschuhe, die haben nie schlecht, weil wenn ich draußen mal Holz machen muss oder sowas, ist das gar nicht so verkehrt. Das ist Skript für heute, wenn ich sowas nicht merken kann, dass ihr ein Skript macht. Das würde ich jetzt als Rettungsdecke betiteln. Ganz wichtiger Punkt, Rettungsdecke, habe ich mal ein Video dazu gemacht, gehört für mich in jeden Rucksack, zwei Stück am besten sogar rein. Ja, war schon. Hier ist das First Aid Kit von der Firma Highlander, das ist Mini oder das Mini? Mini ist das. Das ist eigentlich relativ cool, weil es sehr klein ist, was mir richtig gut gefällt. Es hat ein Molle-System hinten dran. Und hier wird, du hast wahrscheinlich noch was dazu, da, oder? Ich habe noch ein bisschen was dazu. Genau, da ist zum Beispiel nur eine Schutzmaske drin für die zweite Person. Da ist ein Beatmungs-, nein, das sind Handschuhe mit drin. Und das ist quasi was da, das ist ja cool. Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das kann man also hier ausklappen, weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier kann ich natürlich meine persönlichen Sachen wie Tabletten rein, da, wie hier ein Nähkit, genau, habe ich auch dabei. Und natürlich Pflaster. Und hier ist einfach nur das restliche Verbandsmaterial. Also,
super. Das ist nämlich schön klein, schön leicht und es bringt trotzdem ganze Menge rein. Ja. Was ich noch extra habe, ist als erstes rausgefallen, ein bisschen medizinischer Alkohol zum Desinfizieren. Zum Desinfizieren, ja, ja. Ja, mein. Weiter geht das Spielchen. Das ist hochinteressant, mal einen anderen Fluchtrucksack zu öffnen. Ah, hier mein alter Bekannter. Sollte euch bekannt vorkommen, ein Minivel L610. Habe ich euch vor kurzem erst vorgestellt, habe ich auch von Martin. Ist also ein super Teilchen, mit dem ich wirklich ganz viele Wasser trinkbar machen kann. Weil der hat einen Aktivkohlefilter drin, der hat sogar komplett, der filtert alle Viren raus. Also ich finde die mittlerweile richtig gut und habe den auch immer dabei. Also hier sind wir scheinbar in der Wasserabteilung, hier ist die Beschreibung dazu. Das gleiche habe ich auch dabei. Das sind quasi diese Faltflaschen, also Faltflaschen von der Firma Sawyer. Da habe ich auch zwei dabei, weil hier kann ich natürlich jederzeit Wasser erfüllen. Die wiegen, ich glaube, 20 Gramm eins, wenn überhaupt. Nehmen so gut wie keinen Platz weg, das seht ihr hier. Also das ist fast gar nichts, was die wegnehmen, sind total leicht. Und ich kann trotzdem einen Liter Wasser rein da. Also habe ich immer mindestens zwei dabei. Eins zum Rausschöpfen und ein zweites dann eben für das saubere Wasser. Was haben wir denn da? Ah, er hat sogar, ja, merkst du was dazu sagen? Naja, man findet nicht unbedingt immer dann Wasser, wenn man es wirklich dringend braucht. Haben wir heute gerade festgestellt. Ja. Und so hätte man immer was zu trinken bei, zumindest einen halben Liter. Und damit kommt man schon ein Stück weit. Und vor allem, wenn man bedenkt, die Haltbarkeit, die Mindesthaltbarkeit liegt bei 7/2023. Also die Dinger sind richtig gut, das Wasser bleibt richtig gut drin und dann hat man einen halben Kilo dabei, einen halben Liter. Nachteil ist, wiegt natürlich ein halbes Kilo. Aber für Notfall auf alle Fälle gut, weil so habe ich immer einen halben Liter Wasser dabei, wenn ich mal nichts finde. Macht sich auch gut im Auto im Handschuhfach. Im Auto habe ich auch solche drin, einen halben Liter. Aha, immer die Sachen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Den hat er mir nämlich noch nie zugeschickt. Möchte ich hier mal betonen. Ein Steripen ist ein UV. Eine UV-Lampe. Genau, ist eine UV-Lampe, mit der man quasi, wenn man sie irgendwie einschaltet, Viren im Wasser abtöten kann. Genau, also hiermit kann ich Bakterien und Viren im Wasser töten. Das gleiche Prinzip, wie viele unserer Wasserversorger nutzen. Die deren also quasi die Lampe, du hast eine, lässt 90 Sekunden, glaube ich, drin. Und damit haben, wenn das aufs Wasser relativ sauber ist, und damit haben alle Viren getötet. Das ist zum Beispiel super in Kombination mit einem Sawyer Mini, der zwar Bakterien rausfiltert, aber eben Viren nicht. Und mit dem kann ich dann danach dieses gefilterte Wasser auch noch virenfrei machen. Also von dem her coole Sache. Und um das Ganze abzuschließen, hat er natürlich auch noch die Mikropurforte dabei. Die kennen genau das Gleiche eigentlich letztendlich. Die haben auch gegen Viren, Bakterien, Protozoen. Und wo ich die gerne hernehme, ist zum Langzeitwasser haltbar machen. Also wenn du in einem 15 Liter Wasser sowas reintust, dann kannst du das ein halbes Jahr irgendwo lagern. Ich meine, ich schwitze und keuche nicht aus Spaß. Also. Ja, er musste den heute schon einige Kilometer schleppen, das hat er nicht bedacht. Aber so soll es. Ich wusste ja, dass das kommt. Natürlich das Bear Grylls Messer von Gerber. Ich habe das ja noch nie in der Hand gehabt. Aha. Okay, liegt jetzt gar nicht so gut. Ah, das hast du nachgeschliffen, oder? Nein, das ist so. Das ist so geschliffen für den Zinnstahl. Also das ist relativ massiv, würde ich jetzt mal so grob sagen. Und was halt da cool ist, da ist halt der Feuerstein auch schon mit dabei. Also natürlich cooles Survival-Messer, gar keine Frage. Aber brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen, das habt ihr wahrscheinlich schon mal. Der Hammer, der Griff fungiert auch als Hammer. Naja, es ist Fulltank. Dann kann ich natürlich hier, dann brauchst du den Hammer gleich zweimal nicht, weil damit könnte ich zum Beispiel Zeltherdingen einschlagen. Ja. Gibt es übrigens auch im Shop bei ihm, glaube ich, oder? Ja. Genau. Also wer sowas noch braucht. Okay, dann haben wir hier. Naja. Was ist denn das? Kryolights. Ah, Kryolights, ja logisch. Eine schöne Lampe. Besonderheit, die hat 1000 Lumen. Also damit kann ich quasi den ganzen Wald ausleuchten. Damit wäre ich natürlich auch sehr schnell gefunden. Das muss man immer bedenken bei denen. Aber es ist natürlich super, wenn ich gerade, wenn ich nachts unterwegs bin, dann ist das taghell. Ich habe nämlich auch so eine Lampe, so ähnliche. Ah, die kann ich sogar noch blitzen. Also wenn ich auf mich aufmerksam machen möchte, zum Beispiel einen Katastrophenfall, das sieht man kilometerweit. Also von dem her nicht schlecht, habe ich auch. Was mir hier fehlt, ist Rotlicht. Das stimmt.
Aber im Preis von, ich glaube, 24,90. Jetzt bin ich mal neugierig. Ja, sowas sollte natürlich im Fluchtrucksack mit drin sein. Es ist ein Radio in Kombination mit einer Kennzeige zum Aufladen. Ihr habt zusätzlich hier oben nur Solar, das reicht fürs Radio in der Regel aus. Der geht gar nicht. Geht das schon mal gut los? Der geht schon, da muss man einen Sender einstellen. Den müssen wir zuerst mal aufladen. Drück mal auf die Lampe, der ist auch. Das ist es, warum ich immer sage, trifft es. Man sollte auch wirklich auf On machen. Okay, schade. Jetzt wollte ich gerade blöd daherreden. Also gar mit Lampe, das ist natürlich ein Ersatz. Hier kann ich sogar die englischen Nachrichten einkriegen. Ist natürlich super, wenn ich, dann bin ich halt immer informiert. Und wenn es mir zu langweilig ist, kann ich Musik hören. Hat er zwar auch sein Funkgerät jetzt mit dabei, aber ist natürlich nicht schlecht. So, das war's da hier oben. Okay. Es geht weiter. Überraschung. Überraschung. Das ist ein Überraschungsprodukt, was ich extra für Stefan mitgebracht habe, um es mal zu testen. Hä? Ist das das Kombinierte mit... Ja. Das ist, glaube ich, Hängematte kombiniert mit Top, oder? Ja. Ist jetzt gar nicht mal so schwer, wenn das beides miteinander ist. Und das von der Größe her, kann man sich vielleicht mal anschauen. Gar nicht mal so schlecht. Bauen wir das auf? Aber sicher. Wir bauen es auf. Machen wir dann noch etwas. Es geht weiter. Schon wieder Surprise. Ich würde jetzt mal sagen, das ist der Poncho, oder? Also hier Poncho ist natürlich... Oder Tarp, einen von beiden. Ich glaube eher der Poncho. Solltest du wissen, was in deinen Sachen drin ist. Die beiden Beutel sind so ähnlich. Aber ich glaube, das ist der Poncho. Also wie gesagt, Poncho ist für mich immer wichtig, gerade wenn man vielleicht nicht immer Regenjacke dabei hat, ist Regenschutz zum Unterliegen. Ich habe da schon drauf geschlafen, weil der ist einfach wasserdicht. Der wiegt 300 Gramm, nicht einmal. Also von dem her echt super leicht und notfalls habe ich einen Notfalltab auch noch damit. Also ganz praktisch. Oh! Das ist jetzt was ich nicht im Rucksack, das wäre was für einen Balkon daheim, das wäre mir jetzt zu schwer. Aber damit kann ich natürlich richtig Strom generieren, auch so wie hier, wenn jetzt keine Sonne scheint, reicht es locker aus, um sein Handy zu laden. Weil das Ding hat... 1400. Hä? 1400, ja. Was? Nein. Und wie viel Watt hast du das? Da ist natürlich auch noch eine Powerbank dabei. 12.000 mehr. Genau, 12.000 mAh, Output 2,1 Ampere und 1 Ampere. Damit kann ich natürlich schon, also ich glaube das Ding hat 14 Watt, kann das sein. Also von dem her, damit kann ich schon relativ viel aufladen. Ist jetzt für mich für den Fluchtrucksack einfach zu schwer. Aber das ist was zum Beispiel, was ich daheim für meinen Balkon gern hätte. So. Schon klar. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich würde es auch vorstellen dann. Ja, ja, klar. Oh, das sieht mir noch Fresspaket aus. Ich werde nicht verhungern. Das Gefühl habe ich allerdings auch. Aha, ja, das ist ganz interessant. Ich muss aber dazu sagen, zu meiner Verteidigung des Gewichtes wegen, das ist die Kombination für mich und meine Frau. Für wie viele Tage? 3 Tage sollten. Also hier haben wir insgesamt 6 Tage drin. Es beginnt, wie soll es anders sein, war mir eh klar, Energie 5. Ist einfach die Nahrung, die wo am meisten pro Gewicht Kalorien hat. Gibt es, glaube ich, kein Radio nicht, wie man so schön sagt bei uns im Bayern. Dann haben wir hier natürlich Besteck, einmal einen langen Löffel und zweimal normales Besteck. Also ist wirklich für 2 Personen alles gedacht. Wir haben auch 2 sehr leichte Becher, ist auch nicht schlecht. Einfach, dass man, weil die wiegen fast nichts. Und dann ist immer gut, wenn man zusätzlich was hat, wo man rausdringen kann. Das ist... Ein Restbestand an BPWR-Notnahrung. Ah, also zweite Notnahrung, die dabei ist. Ich habe das in klein. Das sind natürlich die Gewürze.
Gewürze, um sich das ganze Essen einfach leckerer zu machen. Pfeffer, Salz, Paprika, Curry, Knoblauch. Aha. Und zwei verschiedene Pfeffer. Gut. Ist natürlich auch ein bisschen groß, da gelangt es normal vom Rucksack das kleine. Und dann hat er mehrere Track and Eat. Jägertopf mit Rindfleisch und Nudelförsterin. Kriege ich gleich Hunger, wir wollen nämlich noch nicht essen. Reispfanne Balkanart. Chili con carne. Oh. Und Lachspesto mit Pasta. Okay, das kriegst du. Und hier noch zwei Plastikteller, ganz leicht. Und kann ich euch auch noch empfehlen, ich habe mir hier selber was gebaut, also einen Teller. Aber es ist einfach praktisch, wenn du was Extras hast, wo du mal drin schneiden kannst, wo du mal was rausessen kannst. Die würden sogar theoretisch für ein bisschen Suppe reichen, ich muss halt öfters einschütten. Dann habe ich hier alles dabei, schön flach, schön klein und dick. 50 Gramm, die beiden. Also, passt nichts. Echt cool. Habe ich auch mit dabei. So, wir gehen weiter. Oh. Der typische Bundeswehr-Klappspaten, aber von der Firma Highlander, glaube ich. Ist aber das gleiche Prinzip, hat also auch hier also kann man hier ganz normal aufklappen, kennt ihr ja. Hat also hier eine kleine Säge mit dran. Kann man sehr gut damit, ist super zum Lagerbauen. Mir persönlich ist er zu schwer für den Fluchtrucksack, weil das Ding wiegt 1 Kilo ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen. Eher zwei. Ja, und das ist natürlich schon für einen Fluchtrucksack brutal. Also ich habe die kleine Variante davon, der wiegt 500 Gramm, reicht in der Regel auch aus. Jetzt haben wir schon wieder was, wo man Gewicht einsparen kannst. So, dann haben wir jetzt den zweiten Beutel. Also einer ist Taub und einer ist Punch, oder wie? Das schaut wirklich gleich aus. Wie groß ist das Taub? Der untere ist Taub. Das ist Bascha. Das ist ja meins, oder? Ja. 250 x 150. Ah, das ist das Bascha von Highlander, das ich auch habe. Was haben wir gleich wieder? 250 x 150 oder 31 x 150, irgendwie so. Ja, es war immer Blendenzeichen unten ein. Ist natürlich super, habe ich auch gern dabei. Ist leichter wie meins, kommt mir vor. Es liegt daran, ich habe noch viele Zusatzsachen da mit drin, wie Schnüre und sonstige Geschichten. Ist also top, habe ich schon drin geschlafen, habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Ich habe es in Tarnfarben, er hat es in reinen Oliv, ist auch nicht schlecht. Hat eine 2000er Wassersäule, Rippstoppgewebe, was mir immer sehr wichtig ist, das heißt, wenn es mal irgendwo einreißt, dass es nicht komplett durchreißt, wie bei den billigen, sondern dann reißt es halt ein, zwei Zentimeter und dann stoppt es wieder, dafür ist Rippstopp eigentlich da. Das sind 2,50 m x 1,70 m, genau. Und es wiegt 500 Gramm. Sieht man alles hier, wunderbar. Ja. Also, habe ich schon im Winter drin geschlafen, funktioniert sehr gut. Kann man sich auch eine kleine Zeltvariante bauen. Oh. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir in der Abteilung gerufen. Und hier sehe ich das gleiche, was ich früher gehabt habe. Oder teilweise immer noch habe. Uff. Das ist der Esbit-Kocher von Highlander. Ja, das ist die Esbit-Variante von Highlander. Stinkt genauso wie der normale Esbit. Und das sind die Hexamin-Tabletten, glaube ich, haben das, gell, von der Firma Highlander. Die haben, ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Ups. Die haben einfach größer als das Bit. Kann man aber genauso in der Mitte nur mit zusätzlich auseinanderbrechen. Das ist, glaube ich, ziemlich das gleiche wie das Bit. Da ist nicht viel Unterschied. Was er hier noch dabei hat, das ist sehr löblich. Das ist so eine Grillplatte, da kann man dann zum Beispiel einen Ofen draufstellen, vermute ich mal. Auf der könnte man notfalls sogar mal was grillen, wenn man Fleisch hat oder sowas in die Richtung. Aber ich stelle die Eimer drauf, stelle hier einen Ofen drauf, dann kann schon mal nach unten nichts mehr passieren. Das minimiert die Waldbrandgefahr natürlich ungemein. Hey, was haben wir da noch? Zigaretten? Nein. Was will uns... Trockenes Holz. Trockenes Holz. Wir haben hier im Wald, aber... Ja, aber es kann ja witterungsbedingt sein, dass man nicht unbedingt trockenes Holz findet, um es leicht anzuzünden. Und so kann ich mir selbst schnell einfach ein bisschen Zunder machen. Dann würde ich dir empfehlen, das durch Kindspann zu ersetzen. Das brennt nämlich noch welten besser, wenn es nass ist. Ah ja, und hier haben wir die Basteltipps. Also als erstes mal mehrere Feuerzeuge mit drin. Das habe ich auch, ich habe mindestens immer 3-4 Feuerzeuge dabei, weil wenn du das brauchst, funktioniert es eh nicht. Dann hier, den habe ich auch von Highlander. Oh, gut, Entschuldigung.
ein Schuh. Man könnte sagen, der Feuerstahl ist tatsächlich schon benutzt worden. Geht also auch relativ gut, habe den gleichen und der hat eben Magnesium. Und das hat den Vorteil, ich schraube zuerst hier Magnesium ab mit dem Ding. Und dann kann ich quasi das Magnesium entzünden. Magnesium brennt mit 3000 Grad, dann bringe ich natürlich jedes Feuer viel leichter an, als wenn ich nur den Feuerstahl alleine. Das ist quasi wie so eine Art Anzünder. Hab den auch dabei. Übrigens auch von der Firma Highland. So. Gut. Was hast du hier gebastelt? Ein Holzvergaserofen. Ganz einfaches Prinzip. Eine Brennkammer, eine Dose drüber mit Luftlöchern. Also man sieht hier rein, da ist quasi innen was drin, da haben lauter Löcherchen innen drin, ich hoffe man konnte es halbwegs erkennen. Von unten schaut es quasi so aus, ja, da ist eine kleine Dose in eine große geschraubt und hat somit einen Holzvergaser gemacht. Und der Aufsatz ist im Prinzip, um am Topf drauf zu stecken. Er kehrt da oben drauf. Und die Aussparung, um Holz nachlegen zu können. Vorteil an den Dingen, darum habe ich die Eimer dabei, ist einfach das, ich kann das als Hobo nutzen. Ich kann da drin meinen Brennspiritus zum Beispiel rein, ich kann da drin, doch geht auch, ich kann da drin meine Brennpaste machen, ich kann da drin Esbit. Ich kann den eigentlich für relativ viel nutzen und darum habe ich auch so ein Ding. Finde ich also ganz praktisch. Den Aufsatz finde ich jetzt recht cool, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ist natürlich nur mehr zusätzlich, da hast du einen kleinen Windschutz mit dabei und ja, ist gar nicht schlecht. Ich vermute mir, der gehört so um mich. Schaut besser aus. Das sind Hygienesachen. Also hier hat er zwei kleine Mini-Handtücher dabei. Da würde ich dir empfehlen, die Mikro-Handtücher, die es da gibt. Diese, sowas habe ich, die haben viel leichter, die haben groß und wiegen trotzdem fast nichts. Das ist Mikrofaser, das wiegt nichts. Genau. Und die haben aber super, die kosten auch nicht so viel. Und dann natürlich die persönliche Hygiene hat er da natürlich mit drin. Ja, da schauen wir es eben rein. Oder sollen wir? Da ist nichts drin, alles original verpackt. Gut, also Zahnpasta, alles was man halt so braucht. Zahnpasta, Rasierer. Genau. So, jetzt kommt nur ein größeres Päckchen. Aha. Das ist Wechselwäsche. Hast du die irgendwie vakuumiert? Vakuumtüten, ja. Haben das die von Highland? Ja. Oh, cool. Die wollte ich mir sowieso schon anschauen. Super, jetzt kann ich mir das live mal anschauen. Das sind also Vakuumiertüten. Erklärst du mir kurz, wie die funktionieren? Ganz einfach, man legt die Kleidung möglichst glatt innen rein und rollt sie von unten nach oben auf. Und dann hat man am oberen Ende diesen blauen Schniepel und damit zieht man die Tüte zu. Die ist zweifach versiegelt. Wenn die Luft rausgedrückt ist, nach ein, zwei... Die wird jetzt hier quasi so, genau. Du solltest zusammendrücken. Bis das rausgeht. Man rollt das richtig. Also ich kann es vielleicht an der zweiten Tüte besser zeigen. Ah, wir haben noch eine zweite Tüte. Eine für mich. ich habe hier einfach eine kleine Weste. Ähnliches Prinzip. Die Weste wird glatt reingelegt. Wenn die Tüte auf ist, wird sie einfach so aufgerollt. Man drückt die Luft raus. Wenn man am Ende angekommen ist, sippt man die Tüte zu. Und man hat einen Vakuumbeutel. Ist nämlich cool, dadurch ist nämlich die Wäsche viel kleiner. Ich kannte das jetzt bis jetzt noch nicht, ich kannte das immer nur mit einem Staubsauger in Kombination, aber das ist cool, weil die das natürlich auch draußen, wenn ich es wieder einpacke, auch nochmal machen kann. Und dadurch ist es kleiner und ist natürlich komplett wasserdicht verpackt. Wenn ich mal durchs Wasser falle, habe ich trotzdem trockene Wäsche. Also cooles Teil gibt es bei ihm im Shop. Das ist echt cool. Warum habe ich das nicht? Tja. Ich habe in meinem Shop, glaube ich, etwas über 300 Artikel. Ja, warum habe ich denn nicht? Gut, wir machen... Es geht schon tief nach unten. Kommt noch was? Das wäre jetzt der Schlafsack noch. Der jetzt also, das Teil haben wir jetzt leer. Und so, jetzt bin ich mal gespannt, was er für einen Schlafsack dabei hat. Er hat den. Also, es ist der Heiland, der Spark, den hatte ich mir auch schon angeschaut. Das ist also ein 2 Jahreszeiten Schlafsack. Man sieht es also hier, recht schön. Hat also Komfortlimit bis 4 Grad, Komfort bis 8 Grad. Ist also wirklich so, also ich sage, da kann ich im Frühjahr dann nur damit leben. Wiegt 1,2 Kilo. Was steht denn da noch alles drin? Hat oben 80 cm, unten 50, ist also von dem her passend. Und was ich jetzt nicht wusste, der hat einen Komprimiersack.
Hätte ich das nämlich gewusst, dann hätte ich mir den vielleicht sogar geholt. Aber da stand nichts von einem Komprimiersack. Also ich will mir Highlander bitte hier dazu schreiben, weil wenn ich den natürlich recht klein zusammen machen kann, das sieht man hier, wie klein der zusammengeht, dann ist das natürlich ein hochinteressantes Gerät, den ich quasi, ja, wie soll ich sagen, eigentlich früher, Sommer, Herbst locker hernehmen kann. Also, den hatte ich auch schon mal. Den hätte ich gewusst, dass der einen Komprimiersack hat. Gut, jetzt habe ich den Elite 2 von der Firma Snackpack. Der ist auch geil. Das muss nicht sein. Wir haben alles wieder verpackt. War für mich hochinteressant, mal von ihm selber. Er nimmt natürlich die Produkte aus seinem Shop logischerweise her, was auch gut ist. Highlander ist ja eine gute Marke für sowas. Habe ihm ein paar Sachen erklärt, was er noch verbessern kann. Habt ihr mitgekriegt, zum Beispiel eine kleinere Powerbank, die leichter ist. Einfach also nicht verbessern, sondern eher das Ganze ein bisschen leichter machen, weil es ist doch ganz schön schwer, gell? Ja, 18 Kilo merkt man. Also wir haben jetzt hier ein bisschen so einen Buckel hochgerannt durch den Wald. Da hat er dann schon geschnappt. Ja. Gut, wenn euch das gefallen hat, also wie gesagt, den Link zum Shop gibt es natürlich nach unten. Schaut mal rein, der hat echt interessante Sachen, da auch ständig wieder neue Sachen. Also jetzt mal, wenn ich drauf schaue, finde ich wieder irgendetwas Neues. Das gefällt mir immer ganz gut. Und er macht sich da wirklich Gedanken, was er da in den Shop mit reinnimmt. Also alles zum Thema Vorbereitung, Bushcraft, Survival, ist eigentlich alles vorhanden. Ja. Und kommt immer noch was dazu. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Falls noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich, danke fürs Zuschauen, pfiat euch, euer Martin von MB Survival. Und Spiegel von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch. Thank you.